Hallo zusammen, mich ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen uns den Great Vault einmal anschauen. Und zwar nicht nur mit Main, sondern mit drei Chars insgesamt. Letztes Mal waren es vier und die Male davor. Mit einem Char habe ich ein bisschen gefailt. Da sind wir nicht dazu gekommen, im Raid noch ein bisschen aufzuräumen. Aber zumindest mit zwei weiteren. Und ich würde sagen, wir gucken einmal rein, machen einmal hier den Wächter-Spec. Und dann muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe die Woche einmal im Plus und RBG mit dem Main gemacht. Im Raid war ich zwar auch, aber dort haben wir tatsächlich nur den Endboss umgehauen, weil ich da ja noch am Transmog-Farmen bin. Das war leider nix. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn einmal? Wir haben Schultern, Versa Mastery. Die wären tatsächlich sogar besser. Oder Schuhe. Die habe ich sogar schon fürs Transmog. Ja gut, ich glaube, ich nehme da die Schultern. Ne? Die sind sogar ein kleines Upgrade. Tempo Versa wäre natürlich besser. Aber Tempo Mastery ist auch nicht schlecht. So 26. Ich habe vorher 220er angehabt. Ja, eine kleine Verbesserung ist es. 6 Item Level nehmen wir mit. Und was haben wir für einen Key bekommen? Die blutige Tiefen. Naja gut, ob ich den lauf, sei jetzt mal dahingestellt. Jetzt gucken wir mal. Nehmen wir mal die Schultern mit rein. Ein bisschen was dürft's wieder hochbringen vom Item Level. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier wieder Käse an. Und zwar haben wir die Insignie an. Ich bin ab und an ein bisschen am RBG spielen. Hab mir die auch gebindet und jetzt kriege ich ständig hin, dass ich die blöde Insignie anziehe, anstatt quasi der richtigen Trinkets. Ups, das war nix. So, hier, das wollen wir anziehen. Ich hätte vorher All the Things nicht updaten sollen oder refreshen. Jetzt leckt es hier bei dem Char wie blöde. Wenn ihr es gerade seht, ist ein bisschen nervig. So, aber Item Level konnten wir ein bisschen steigern dadurch. Jetzt kommen wir langsam im Overall auf zu 25 ran. Ein paar Baustellen habe ich noch, wie unter anderem den Gürtel, der muss nur upgegradet werden. Dann haben wir Ringe, da hatte ich bis jetzt einfach gar keinen. Und dementsprechend dann Trinkets. Ne? Ich habe jetzt hier ein Laures auch an, das 210er. Einfach, weil die anderen, die ich auf zu 26 habe, nichts taugen tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, swappen wir hier rüber und schauen uns mal noch die Twinks an. Eventuell haben wir ja da noch ein krasses Item drin. Ich hoffe es zumindest, aber mit den Schultern bin ich jetzt schon halbwegs zufrieden. Also da können wir nicht motzen, ist zumindest ein Upgrade. Vielleicht bekomme ich ja irgendwann mal einen Ring oder ein Trinket. Das wäre natürlich dann noch ein bisschen nicer. Gut, dann swappen wir jetzt erstmal zu dem Monk, bis wir mit dem einen eingeloggt sind. Mit dem war ich auch unterwegs. Ich glaube, letzte Woche haben wir nur drei oder vier NRC-Bosse habe ich nur gekillt. Da wollte dann die Gruppe leider nicht so mitspielen. Und was haben wir hier drin? Zumindest ein Item, einen Gürtel. Den brauche ich leider nicht. Ich hätte den Kopf gebraucht. Ich würde sagen, komm, wir nehmen Stygia oder ich könnte das Ding auch entzaubern. Ne? Nehme ich lieber Entzauberungswert 148 Gold oder 57 Stygia. Ach komm, ich nehme Stygia. Das bisschen Gold rentiert sich halt mal überhaupt nicht. Gut. Guck mal, lernen wir das gleich. Ich habe vorhin ein bisschen Stygia auch im Schlund liegen lassen, wo ich ein bisschen gestorben bin mit meinen Twinks. Aber ab und an kann man es vielleicht auch brauchen für die Conduit-Upgrades beziehungsweise einen Sockel. Ist jetzt beim Twink nicht super wichtig, aber nice to have, würde ich mal sagen. So, letzter Char. Und jetzt drückt mir die Daumen. Vielleicht haben wir den Kopf drin vom Endboss. Der dürfte auch nochmal ein Item haben. Gucken wir mal. Na, nein, die Schultern, die habe ich auch lang gebraucht, ne? Gut, jetzt bin ich hier überlegen. Die besser, ne, die gleichen habe ich sogar angelegt. Schade, also transmog-technisch war das leider nichts. Heißt, ich muss die Woche leider wieder den Endboss ein paar Mal umhauen und hoffen, dass er es droppt, beziehungsweise vielleicht kriege ich es hin, es ist ja morgen Feiertag, ne? Dass ich das ein oder andere mit dem ein oder anderen Char so ein bisschen durch NHC oder HC-Durchlauf, dass wir im Vault wieder ein paar mehr Items drin haben. Gut, das war es die Woche schon an Items. Zumindest ein kleiner Loot-Upgrade oder Gear-Upgrade für den Main war drin. Das freut mich natürlich. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.